Und damit hallo und herzlich willkommen hier zum Bauvideo bei Ultimate Coaster X. In diesem Video wollen wir uns mal so ein bisschen die Sachen anschauen oder die Sachen genauer anschauen, die wir uns im Review nicht so genau anschauen konnten. Wer das Review noch nicht gesehen hat, kann sich das gerne anschauen. Hier oben in der Ecke ist es eingeblendet. Ja, und zwar würde ich sagen, wir schauen uns erstmal kurz an, was wir so für Menüpunkte haben. Und dann bauen wir mal eine Achterbahn, passen ein bisschen die Landschaft an. Und ich erkläre, wie alles funktioniert. Und dann haben wir, denke ich, einen ganz guten Überblick. Das Spiel ist sehr leise. Ich werde wahrscheinlich irgendeine Musik im Hintergrund spielen lassen, bin ich mir noch unsicher. Also standardmäßig ist hier aktuell keine Musik. Gucken wir mal hier. Hier können wir Vollscreen aktivieren, deaktivieren. Hier kann man in den VR-Modus gehen. Das Spiel unterstützt ja Virtual Reality. Hier haben wir Optionen. Hier können wir ein paar Grafikeinstellungen machen, die jetzt allerdings nicht so wirklich krass sind. Dann haben wir hier einen Debugger. Ich habe keine Ahnung, was das Ding macht. Wirklich. Dann können wir hier die Achterbahn bauen, laden. Hier die Welt verändern. Hier bekommen wir einfach die ganzen Hilfen angezeigt. Und hier können wir dann Sachen zu Steam hochladen, Sachen von Steam runterladen. Ja. Ich würde sagen, wir bauen mal eine Achterbahn. Dann können wir hier auf neue Bahn bauen. Jetzt wählen wir uns zuerst aus, was wir bauen wollen. Also das kann man jederzeit anpassen, aber ich wähle das gerne vorher aus. Und ich würde sagen, weil es einfach mit am vielseitigsten ist zum Zeigen, nehmen wir mal hier eine Interminbahn. Dann könnten wir hier Wagenlänge und so, wenn man jetzt zum Beispiel einen über 90 Grad Drop machen möchte, wird man hier wahrscheinlich auf 3 Wagen runtergehen. Und hier auf den Control Points können wir dann die Control Points setzen. Ihr seht hier, das ist jetzt, das zeigen wir jetzt unsere Höhe an. Ihr seht jetzt, das hier wird zum Beispiel so tief, dass er automatisch einen Tunnel gestalten würde. Deshalb ziehen wir jetzt hier mit hoch. Genau, und dann haben wir das nicht drin. So, also, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt hier schon mal eine Gerade gebaut. Das hier könnte unsere Station werden. Die können wir, ziehe ich einfach mal auf 15 Meter lang. Und wir haben jetzt verschiedene Hilfen, wie wir neue Punkte setzen können. Erstmal können wir jetzt hier frei beweglich einen Punkt setzen und ihr seht, die Schiene läuft nicht durch jeden Punkt durch, sondern die zieht mehr so dynamische Verbindungen zwischen den Punkten. Also wir können einfach hier im Kreis setzen, wir können mit Shift hoch und runter gehen. Dann können wir mit Y, wenn wir das gedrückt halten, richtet er sich jetzt hier an der Geraden aus. Der verlängert quasi die Gerade zwischen den Punkten davor und zieht die weiter. Und wenn wir Y drücken, können wir auch noch die Höhe gleichzeitig verändern. Das ist halt vor allem gut, wenn man Airtime-Hügel machen möchte oder so. Und wir haben noch die Möglichkeit, X zu drücken. Und bei X zieht er einfach genau gerade weiter. Genau. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal, weil wir wollen jetzt einen Lift-Hill bauen. Das heißt, ich setze jetzt einfach mal mit X ein 10 Meter langes Stück. Und setze dann mit Y, wieder ungefähr gehe ich auf 10 Meter und jetzt ziehe ich hoch. Und jetzt seht ihr, die Schiene vor uns hier zieht mit hoch das Stück, aber unser Stationsbereich bleibt gerade. Genau, und jetzt haben wir hier halt die Einfahrt in unseren Lift Hill quasi. Hier die Station können wir nachher natürlich nach hinten raus verlängern, wenn wir das brauchen. Backwards Mode. Das war falsch. So, Backwards Mode. Und dann können wir hier nach hinten hin die Gerade noch verlängern, wenn unsere Station zu kurz aussieht. Okay. Dann gehe ich jetzt hier beim Lift Hill weiter. Das mache ich wieder mit X, damit das Teil gerade ist. Dann ziehe ich jetzt hier nochmal ein Stück mit X, weil wir immer den Punkt vorher mitziehen, wenn wir so eine Steigung verändern. Jetzt ziehe ich nämlich hier mit Y. Von hier über die Kante drüber. Okay. Seht ihr, das hier könnte jetzt quasi unser Lift-Hill sein. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wenn ich das einteilen möchte, können wir direkt ja mal machen. Gehe ich auf Segmente, wähle aus
von hier bis hier möchte ich bitte das Segment, ach so, Shift und dann anklicken. Und dann sage ich, ich möchte gerne das Segment Station haben. Shift anklicken. Ich möchte gerne das Segment Kette haben. Und jetzt kann ich noch, ach so, muss man sagen, bis wo, ne? Bis hier oben, mach mal. Dann kann ich jetzt das Ganze noch anpassen. Könnte hier die Sachen scripten. Ich glaube, das ist, damit er zwischendurch zum Beispiel stehen bleiben wird oder so. Oder ich, keine Ahnung, damit er langsam anfängt, vielleicht schneller wird. Also hiermit kenne ich mich leider nicht wirklich aus. Dann kann ich hier aber den Speed anpassen. 2 ist meistens was wenig. Ich nehme mal 3. Man muss dazu sagen, dass das spielinterne Geschwindigkeitsangaben sind. Also der Speed von 3 sind weder 3 km/h noch 3 Meilen pro Stunde, sondern es ist einfach ein Speed von 3. Da müsste man sich wahrscheinlich selber mal ein bisschen umrechnen, wie schnell das letzten Endes in km/h ist. Was ein bisschen Quatsch ist, aber ist auch nicht so tragisch. Man könnte hier noch Drop Chain machen. Das ist, glaube ich, damit er einen oben am Ende halt stoppt. Kabellift könnte man machen. Können wir einfach mal machen. Dann könnte man hier noch hier Catwalk setzen. Trek-Variante kann man hier auch auswählen. Nehmen zum Beispiel einfach mal Spineless für den Lift hier gerade. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt haben wir hier unseren Kabellift, unseren Catwalk. Genau, und halt unsere Spineless-Schiene. Wobei das beim Kabellift gar nicht so realistisch ist. Wir können uns ja gerade mal den Unterschied anschauen. So. Spineless, dann haben wir Street Tube, das hatten wir, 4 Tube, das ist die etwas dickere Schiene, Single Spine. Das ist dann hier mit einem Backbone quasi. Hier dieses Ding, woran die Schienen verbunden sind. Das hier geht vom optischen her mehr so in Richtung Vekoma-Bahnen tatsächlich. Und wir können dann noch das Ganze hier in den Dual Spine bringen. Dann haben wir hier quasi einen verstärkten Backbone. Das ist dann, wenn halt stärkere Kräfte wirken. Ich finde aber eigentlich, wir lassen das jetzt für den Lift einfach mal so und ändern dann hier nach den Typ wieder. Warum denn nicht? Control Points. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, was machen wir für den Lifthügel. Wobei hier bei einem Kabellift muss man immer eher so ein bisschen über den Knick hier schon drüber gehen. Dann schauen wir, was machen wir für einen Lifthügel. Gehe ich jetzt erstmal mit X wieder ein Stück gerade. Setze dann hier nach an. Und hier ziehe ich dann quasi richtig runter. Das können wir jetzt nachher natürlich alles noch anpassen. Also das sieht jetzt noch merkwürdig aus, gleich nicht mehr. So, dass das hier kein guter Lifthill ist, sollte ja klar sein. Aber jetzt kann ich hier greifen, immer schön Y gedrückt halten. Jetzt passe ich das Ganze hier so ein bisschen an. Genau, und jetzt sieht das Ganze schon deutlich eher nach einem vernünftigen First Drop aus. Hier ist vielleicht noch ein bisschen steil der Knick. Können wir gleich nochmal rangehen. Und wir müssen natürlich hier die Kette noch wegmachen. Segmente, alles was hier kommt, soll bitte Standard sein. So. Und mal schauen, hier der Knick hier ist ein bisschen zu... So sieht, glaube ich, schon besser aus. Das ist, glaube ich, ein schöner, steiler Lifthill. Können jetzt, wenn wir STRG und Plus drücken, können wir hier das Ganze beschleunigen. STRG Minus, Ganze langsamer machen. Ja, das können wir doch so lassen, denke ich.
Wir können auch hier das Ganze mitfahren. Ja, das sieht doch schon mal vernünftig aus. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, was machen wir jetzt nach unserem Lift-Hill. Also ich baue gerade einfach tatsächlich so ein bisschen drauf los. Also ein wirklicher Plan steckt ja aktuell nicht hinter dem, was ich mache. Ich will natürlich auch wenn es jetzt wahrscheinlich kein logischer Achterbahnentwurf wird, möchte natürlich auch ein bisschen zeigen, was alles so machbar ist. Und auch für mich selbst noch ein bisschen rumexperimentieren, weil ich habe es tatsächlich noch nicht, ich habe in diesem Spiel tatsächlich noch keinen hier Immelmann gebaut zum Beispiel. Testen wir das einfach mal. So, den ziehe ich jetzt erstmal hier lang. Okay, als Grundstruktur sollte das erstmal passen. Jetzt setzen wir Banking. Und zwar soll er hier bitte noch 0 haben. Hier bitte auch 0. Und hier soll er ungefähr irgendwo 170 vielleicht. Muss ich schauen, dass er sich auch in die entsprechende Richtung dreht, in die ich es gerne hätte. Ja, macht er sogar. Und dann 170, glaube ich, mal ein bisschen weiter runter. Sieht doch eigentlich ganz gut aus vom Element her. Ach, Kacke. Nein, hier soll natürlich die 0 sein. So, also die Einfahrt sieht schon mal sehr gut aus. Also ihr merkt, dass hier passt er halt automatisch an die Hardline an und dadurch werden diese Elemente auch echt von Anfang an ganz gut. So, ich muss jetzt entweder hier die Ausfahrt ein bisschen mehr so in die Richtung hier bringen. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Komm schon. Das ist natürlich blöd. Ich habe den jetzt hier weil ich nicht wirklich aufgepasst habe, deutlich verzogen den Punkt. So. Also wenn man so vertikal arbeitet, man muss immer ein bisschen gucken, aus welcher Richtung man arbeitet, dass man da nicht aus Versehen die Punkte falsch von den Längen zieht und so. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an, weil so auf Anhieb sieht das eigentlich schon okay aus, würde ich sagen. Wir können vielleicht die Einfahrt hier nochmal angehen. Also so eine Achterbahn bauen ist natürlich immer ein bisschen testen, ein bisschen hin und her machen. Aber so prinzipiell ist das echt nice, was man so für Möglichkeiten hier hat. Okay, warten wir mal hier, bis die Bahn kommt. Dann schauen wir uns das Ganze hier mal an. Ah, hier geht er nicht ganz gerade raus mittlerweile, ne? Aber Einfahrt sieht auf jeden Fall legit aus. Okay, wenn wir jetzt hier unten die Kurve noch rausholen. Track Edit. Control Points. So, das ist dieser Control Point hier, der ist ein bisschen verrutscht. Ungefähr. Ach, scheiße.
Jetzt hält er auf dieser Linie hier, das ist ja witzig. Das soll er natürlich nicht machen. Soll sich hier bitte seine eigene. Ach Mann. Ah, der poppt immer an diese Linie an. Interessant. So, warte, du musst natürlich auch weiter nach hier. Wir müssen ja gucken, dass das hier eine möglichst gerade Linie ist von hier aus. Sieht eigentlich schon ganz gut aus. So, sieht das besser aus? Ja, sieht es. Dann würde ich sagen, fahren wir nochmal ein Ründchen mit, schauen uns das Ganze an. Das ist auch schon mal richtig nice. Wir können hier auch die Sitzposition ändern. Doch, das gefällt mir schon. Das haben wir schon erstaunlich gut hinbekommen. Also wie gesagt, ich könnte hier vielleicht noch ein bisschen... Wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich versucht habe, einen Himmelmann hier zu bauen. Einfach weil ich auch zeigen wollte, dass man hier ruhig wirklich alles polieren kann. Es ist alles ganz gut machbar. Dann würde ich jetzt sagen, setzen wir hier einfach mal einen klassischen... relativ flachen Airtime-Hügel an. Man muss so ein bisschen in das System reinkommen. Am besten ist nämlich, man baut immer zwei Stücke, wenn man jetzt zum Beispiel hoch will, zwei Stücke gerade, weil der nächste zieht das hier eh wieder so runter. Ich weiß nicht, ob das verständlich war. So, jetzt haben wir hier vom Prinzip her unseren Hügel. Können wir jetzt natürlich anpassen, wie wir wollen. Das hier ist jetzt gar nicht mehr so flach, wie ich anfangs mal geplant hatte, aber naja. Das sieht doch auch ganz gut aus. Abstand dürfte ja auch genug vorhanden sein. Der ist jetzt... Eigentlich wollte ich so einen flachen Hügel machen. Das ist uns jetzt aber zu so einem großen Hügel geworden. Aber ist ja auch nicht so schlimm, ne? Boah, der hat, glaube ich, eine echt gute Airtime. Theoretisch müsste ich den hier vielleicht ein bisschen höher ziehen und hier die, also hier ist halt ein bisschen der Knick was stark, aber ich lasse das jetzt erstmal so. Jetzt haben wir hier unseren Airtime-Hügel gebaut, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollten. Ein Top-Hat habe ich auch noch nicht parodiert. Schade eigentlich, müssen wir mal machen. Aber ihr merkt schon, ich nutze das hier gerade auch für mich selbst, um so ein bisschen zu experimentieren. Pass auf, ich müsste irgendwie senkrecht gehen. Wir haben natürlich jetzt nicht so viel Speed, dass wir das hier so hoch schaffen. Das will ich nicht hier ansetzen. Ich hoffe mal, wir haben da jetzt nichts geändert. Einen neuen Punkt machen. So.
Gerade reagiert mein Spiel nicht. Okay, es geht weiter. Das war jetzt das erste Mal, dass mir das Spiel abgeschmiert ist während der ganzen Woche, die ich es gezockt habe. Ist halt Early Access. Ich habe das Ganze hier nochmal nachgebaut. Also das ist nicht 1:1, wie wir es hatten. Und ich habe hier den Top-Head schon mal gebaut. Hat ganz gut funktioniert, auch wenn es ein bisschen prickeln war. Aber jetzt haben wir hier einen vorm schönen Top-Head. Genau, Edit. Das Ganze sieht so aus von den Control Points her. Jo. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal eine kleine Kurvenkombination. Und so auf jeden Fall hier in die Richtung. Und zwar einmal hier durch. Und einmal hier durch. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier gebaut haben. So, das Ganze hier soll so eine Kurve werden. Okay. So, schauen wir hier im Höhenprofil nochmal nach. Das hier geht auf jeden Fall so klar, denke ich. Jetzt habe ich hier den Punkt natürlich verkackt. Das hier geht auf jeden Fall so klar, denke ich. Dann ziehen wir hier wieder von mir aus halt deutlich mehr runterziehen, um dann hier relativ hoch durchzugehen. Und hier dann wieder runter. Wir schauen das Ganze mal an, wie es hier aussieht. Das ist jetzt natürlich noch komplett mit falschen Bankings und falschen... Hier können wir ein bisschen ausschweifen, da werden ruhig. Und die Station so kurz. Da ist wohl irgendwas im Bauprozess schiefgelaufen. Ich schau mal kurz, damit ich die Geschwindigkeit abschätzen kann, die wir hier haben. Okay, wir sind relativ zügig unterwegs, aber auf jeden Fall nicht zu schnell, wobei wir hier ein bisschen entschärfen sollten. Control Points. Hier können wir auch ein bisschen ausschweifen, da in die Kurve gehen, von mir aus, und dann hier dasselbe machen. Von der Steigung her wird es schon relativ okay sein. Dann wollen wir mal nach dem Banking schauen. Und zwar haben wir hier 0. Das brauchen wir jetzt hier erstmal nicht, sondern hier vielleicht. Dann brauchen wir hier wieder 0. Hier unten. Hier oben. Okay, das hier am Ende ist komplett falsch. So, hier mache ich einfach mal 50 Grad. Beziehungsweise minus 50. Und dann hier ist dann ja quasi plus 50. Hier oben versuche ich einfach mal 90, warum nicht? Dann schaue ich mir das Ganze hier mal an. Das hier sieht natürlich bitter aus. Beziehungsweise hier ist nicht optimal, dass hier so ein Knick ist. Dann müssen wir am Control Point mal angreifen. Ich hoffe.
Es ist natürlich die Frage, wie wir hier am besten rangehen. Ah, ich weiß es. Wir sagen ihm am besten beim Banking gar nicht, dass er hier oben 0 haben soll. Sondern er soll hier 50 haben, hier 50. Und dann macht er sich das schon dynamisch. Seht ihr? Das ist direkt viel besser. Hier oben geht er in die 90. Wenn man hier sehr schnell ist, kann man vielleicht sogar plus 90 machen. Hier kommen wir runter. Und dann ziehen wir hier in die Kurve. Das sieht tatsächlich schon ganz gut aus. Ah, hier die neue Version seid ihr auch noch gar nicht mitgefahren, ne? Das ist übrigens ein Dive Loop, kein Immelmann, falls ich das mal gesagt hatte. In der Airtime Hill. Rauf in den Top Hat. Gut, das Ende ignorieren wir. Nein. So, ich will hier die Kurve so ein bisschen mehr dafür rechtfertigen, vielleicht über 90 Grad Banking zu bekommen. Machen wir 110 Grad. Das ist eigentlich immer echt cool zu fahren. Eine gute overbanked Kurve. So. Banking setze ich hier dann natürlich wieder 0. Nicht 0 SA, sondern nur 0. Bedeutet, wir müssen hier auch aus dieser Kurve relativ krass wieder rausbrechen. Ja doch, das ist eigentlich echt ein cooler Verlauf. Es sieht halt alles echt direkt nice aus, dadurch, dass man eben diese Hardline-Banking hat. Boah, der Entwurf sieht gut aus. Holy shit, Mann. So ein Editor in Planet Coaster und ich wäre der glücklichste Mensch der Welt. Ja, hier die Rheinfahrt gefällt mir nicht ganz so gut. Banking, wahrscheinlich gehe ich hier lieber auf 40 und halte die 40 auch ein bisschen, oder? Ah, ich bin mir hier unschlüssig. Also das hier sieht noch vernünftig aus, ne? Dann ziehe ich hier rein. Dann ziehe ich hier erst in die steile Kurve. Ich hoffe, dass das besser ist. So, was machen wir jetzt? Ich habe schon eine Idee. Das wird wieder was. So, wir müssen jetzt nicht ganz so steil werden hier. Allerdings, wir gehen gleich manuell noch ein bisschen höher. Das passt. Ah ne, wir müssen ja einmal noch so, genau. Dann ziehe ich jetzt hier. Hey! Das ist natürlich jetzt nicht der Plan gewesen. Hier so. Ah, scheiße. Wollte nicht da hinten den Punkt greifen. Da muss man manchmal echt vorsichtig sein.
Okay, mal schauen, ob ich das jetzt schaffe, wie ich es gerne hätte. Bin mir noch unschlüssig. Sehen wir dann. Banking. Natürlich jetzt alles ein bisschen doof. Hier soll eigentlich überall 0 hin. Beziehungsweise hier oben soll gar nichts hin. Sondern hier unten soll 360 hin. Ja. So, wartet, wir kommen hier aus der Rechtsdrehung raus, drehen hier und dann müssen wir uns hier natürlich links rumdrehen. Ist ja ganz klar. Minus 360. Ich lasse jetzt erstmal minus 360. Im Endeffekt möchte ich ihn gerne hier eine Kurve münden lassen, tatsächlich. Entferne den Punkt hier mal. So, seht ihr? Ungefähr, was ich mir vorstelle. Okay, ich lasse das jetzt hier erstmal so. Dann schauen wir nochmal nach dem Banking. Dann haben wir hier nämlich nicht minus 360, sondern minus 300. 3330 ist natürlich jetzt nicht Sinn der Sache. 330 sage ich einfach mal. Wenn wir hier gar nichts haben, sondern hier eine 0 haben. Und damit wir hier nicht diese Drehung drin haben, die wir natürlich nicht wollen, machen wir Disable Rolls. Okay, also wir kommen hier raus, ziehen dann hier hoch in diese Zero G rein, die dann hier in der Kurve mündet. So, das hier kommt alles ein bisschen plötzlich, würde ich sagen. Und die 330 sind gefühlt was wenig. Ich glaube, hier kann ich was später ansetzen. Das ist immer alles so eine Gefühlssache hier. Schauen wir mal, wir ziehen hier aus der Kurve raus. Wir gerade gehen hier hoch. Okay, jetzt gehen wir sehr spät in die Inversion erst rein. Das ist natürlich nicht ganz Sinn der Sache. Banking. Ich glaube, ich brauche hier die 320 einfach auch schon früher, oder? Ich glaube, das wäre besser. Ja, das sieht schon wesentlich besser aus, tatsächlich. Ich würde sagen, wir setzen es einfach mal rein und schauen, was wir jetzt hier gerade gemacht haben. Ziehen hier was später in die 90, perfekt. Gehen hier hoch. Hier durch. Okay. Das ist immer noch was wenig Banking und die Kurve müsste was geiler werden. Aber ansonsten, Respekt, ist schon nice. Control Points. Wir müssen die Kurve ein bisschen länger ziehen hier am besten. So, es ist gerade so ein bisschen schwierig, das hier noch alles vernünftig im Blick zu haben. Schauen wir mal. Das ist okay. Banking an der Stelle hier. Minus 300 vielleicht sogar. Dann geht er hier Richtung 0. Ich will mir das gerade nochmal von außen noch anschauen. Nehmen wir uns den Wagen hier mal ran.
zieht dann hier über 90 Grad Kurve, das passt auf jeden Fall. Hier hoch. Hat mehr so Richtung Hangtime an der Stelle. Aber es passt trotzdem ganz gut, finde ich. Track Edit. Ich weiß, was ich machen muss. Diesen hier mehr nach rechts ziehen. Genau, und dann hier werde ich... Hey, komm schon. Hier werde ich dann... Mann, ey. Hier werde ich dann gerade so. Nein, scheiße. Das ist wirklich sowas, wo man vielleicht noch ein bisschen nachgucken müsste. Ich greife relativ oft noch die falschen Punkte. Vor allem, wenn es hier so ein Schienenwirrwarr wird. Wo gehe ich hier am besten hin? Bin mir unschlüssig tatsächlich. Gehe einfach hier erstmal geradeaus. Dann schaue ich nochmal nach dem Banking. Weil hier ist dann auf einmal so, dass wir hier auch noch Banking lassen können. Genau, dann zieht er direkt viel besser aus der Kurve hier raus. Ziehen wir den hier runter. Ich werde jetzt langsam mich Richtung Schluss bewegen. Ich denke mal, das reicht als Einblick auf jeden Fall. Schon eher. Aber wir bauen hier auf jeden Fall noch ein schlüssiges Ende rein, ne? So. Banking nochmal anschauen. Kommen hier rüber mit 30. Dann setze ich hier an mit minus 30. Dann haben wir so einen kleinen Twisted Airtime-Hügel, wenn ich mir das jetzt so läuft, wie ich es mir vorstelle. Und dann gehen wir hier auf jeden Fall in minus 70 rein oder so. Nicht Punkt 70. Minus 70. Genau. Ziehen dann hier gerade. Mache ich jetzt hier noch so einen Teil hin. Einen Plan habe ich nämlich noch. Banking. Wir ziehen gerade bis hier. Null. Oh. Okay, hier müssen wir auch noch auf jeden Fall nochmal nachschauen. Track Edit. Banking. So, wir kommen aus der Linkskurve raus und dann müssen wir hier reinziehen quasi. Okay, hier, das sieht natürlich jetzt noch gar nicht gut aus. Das Banking bei der 30, da kann ich dem sogar entfernen. Lassen wir lieber dynamisch in die 70 reingehen. Das passt sogar ganz gut, glaube ich. Überlegt gerade, was passieren würde, wenn ich das hier einfach entfernen würde. Würden hier rausballern. Das könnte sogar ganz gut passen, ne? Boah. Das ist schon echt schick. Das müssen wir uns mal angucken, was wir jetzt hier gemacht haben. Boah, das passt sogar echt gut. Jetzt fahren wir mal mit. Also ihr merkt schon, man kann schon wirklich echt schöne Entwürfe bauen hier.
bin gerade selbst erstaunt, wie gut es klappt. Das geht, wenn man dann die Steuerung raus hat, geht es echt super flüssig von der Hand. Nice. Ziehen wir mit der hier quasi ein bisschen hoch. Weil, warum nicht? Und dann bewegen wir uns hier. In die Schlussbremse, würde ich sagen. Ah, ein bisschen zu weit runter gehen wir hier schon. Und dann können wir hier schön vorsichtig Closed Circuit. Ne? Segmente. So. Nein, wo ist denn unsere Banking hin? Null, Stefan, hast du ja null. Du hattest minus 360. Du hattest plus 360. Genau. Du hattest null. Ohne Rolls. Okay. Dann haben wir das ja schon, immerhin schon wieder. Hier in die Schlussbremse. So ungefähr, ne? Das Stück, was gerade ist, ja, passt schon. Brake. Lass die mal auf der Einstellung. So, dann müssen wir natürlich noch gucken, dass das hier auch alles vernünftig ist. Okay. Segmente, hier, das hat sich irgendwie verschoben. Hier können wir sogar nochmal Brake hinsetzen. Also das hier ist so die Trimbremse, das hätte man gerade machen können, ich weiß. Brake, theoretisch kann man mit einer Block-Section mehr Zugbetrieb machen. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich eine Ahnung, wie das Ganze funktionieren soll. Da bin ich noch nicht so drin. Okay, dann ist das hier quasi unser Coaster. Wir fahren jetzt nochmal mit. Schauen nochmal an, ob alles soweit passt. Also hier den ersten Teil müssen wir gerade ja nicht nochmal machen. Wir machen am Ende nochmal eine finale Fahrt. Okay, die Bremse muss vielleicht nicht so ultimativ hart sein. Das jetzt gerade, ich weiß nicht, jetzt ist vielleicht in die andere Richtung was schräg. Ja, so Segmente.
Hier kann man ja alles einstellen. Bremswirkung stelle ich mir auf 5. Bremsspeed auf 4. Dann mache ich hier vielleicht nochmal ein klein bisschen Banking rein. Ja, das sieht doch schon gut aus. Okay. So, was war mir noch aufgefallen? Eine Stelle vielleicht noch. Kann sein, dass es so besser ist. Und dann dürfen wir die Strecke eigentlich soweit fertig haben. Jo, das Ganze gefällt mir so ein bisschen besser. Okay, die Bremsen sind auch besser. Eine einzige Sache noch. So, okay. Dann kommen wir jetzt zu den Stützen. Die Achterbahn ist erstaunlich hübsch geworden. Das Video geht auch schon echt lang, ne? Gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen voran machen. Letzter Punkt, Supports. Alle 12 Meter automatisch generieren. Sagen wir einfach mal, gib ihm. Schauen uns das Ganze mal an. Die automatisch generierten Supports sind auch schon echt gut. Die kommen sich hier irgendwie nicht wirklich in die Quere oder so. Jetzt sehe ich zum Beispiel hier, das ist ein bisschen nah. Hier, das ist vielleicht auch nicht so optimal gewählt. Ansonsten passt das eigentlich schon ganz gut. Ich zeige euch jetzt hier nochmal ein bisschen, wie man hier mit rumspielen kann. Stützen. Hier, die ziehe ich jetzt zum Beispiel einfach mal nach hier. Haben wir hier deutlich mehr Platz für die Durchfahrt. Supports wähle ich hier die Stütze an. Hier die Stütze natürlich. So, jetzt kann ich nämlich dafür sorgen, dass Tube 2 Angle minus 22, wenn ich den jetzt zum Beispiel auf minus 28 setze, dann habe ich hier direkt viel mehr Platz zwischen. Ich im Endeffekt diesen Winkel hier. Man hat halt Tube 1, Tube 2. Man kann die Dicken verändern. Sieht man das? Ich glaube, hier sind alle standarddick, oder? Man kann jedenfalls Dicke verändern, Winkel verändern und Abstand verändern. Also man könnte hier auch noch so ein Stück gerade zwischensetzen, glaube ich. So, bevor es nachher wieder verschwinden sollte, weil irgendwas abkackt oder so. So, die Support habe ich gerne genommen. Was hätte ich noch machen können? Ich greife nochmal den Support hier, die Stütze. Support Angle, einen generellen Winkel für die Stütze. Hanging macht hier keinen Sinn. Tube Left Offset und Tube Right Offset. Genau, wenn ich hier auf 5 setze. Genau, merkt ihr, dass er hier das Ganze hiervon nach 5 verschoben hätte. Was natürlich absolut keinen Sinn macht. Minus 1 macht auch nicht wirklich Sinn. 0 ist schon das Sinnvollste an der Stelle. Einfach nur, um euch ein bisschen die Option zu zeigen. Dann gehe ich mal hier an meinen, Top-Hat. Ich sag mal, man kann halt auch jetzt gucken, dass man die Support so baut, dass sie hübsch sind. Ich würde jetzt zum Beispiel hier greifen und den Support ungefähr auf denselben Abstand wie den hier schieben, dass es hier innerhalb des Teils synchron aussieht. Oder ich gehe mit dem nach hier. Lösche den hier komplett. Und sage hier einfach mal, yo, keine Tube, sondern ein Gitter.
Okay, jetzt habe ich hier die verschiedenen. Ein quadratisches Gitter. Sportgitter, keine Ahnung. Man kann hier neu setzen, neu setzen. Und das sollen jetzt auch Gitter werden. Verbinden die sich nicht irgendwie untereinander? Das kann man, glaube ich, auch machen, auf jeden Fall. Oh, Jesus. Nach hier und nach hier. Mal gerade gucken. Ach so. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Overkill gerade. Also das Quad-Gitter bedeutet doch, dass es so quadratisch wird, aber das wird hier nicht dargestellt. In dem Track-Editor. Ach, jetzt wird es auch dargestellt, okay. Gut, dann kann ich ja diese hier wieder. Nein, du bleibst schon da, diese wieder entfernen. Dann habe ich jetzt hier das, was ich eigentlich haben wollte, und zwar ein quadratisches großes Gitter drunter. Zack. Und die Stütze ist angebracht. Hübsch ist das jetzt nicht. Ich wollte es einfach nur mal zeigen. Je nach Achterbahn kann es Sinn machen. Das hier ist jetzt wirklich ein bisschen Overkill. Das Gitter, das ist natürlich viel zu fett für die, für diese Stütze. Das ist eher für diesen Track mal nicht. Track Edit. Supports. Reifen. Kann ich das irgendwie? Track Offset. Post Spacing 2. Okay, das sieht schon deutlich besser aus. Dicke 0,3. Spacing 6. Wenn ich jetzt hier auf 8 gehe. Okay, jetzt hätte ich halt hier schon mal ein Gitter, was zumindest nicht mehr so überfett ist. Aber man kann sich wirklich sehr viel anpassen. Das Gitter ist immer noch hässlich, ich weiß, aber egal. Dann vielleicht noch kurz den Landschaftseditor. Das ist wirklich ein bisschen langweilig, leider. Nur Tag, Nacht. Ich kann einfach nur Gelände anheben und absenken. Lower kann ich hier machen. Wenn ich jetzt hier das Water Level habe, wie ich es aktuell habe, dann wird halt aus ein bisschen niedriger direkt Wasser. Ich kann es noch smoothen, painten. Aber auch nur mit Sand, Stein und Schnee ist es, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Ja, also Landschaftseditor ist wirklich nicht so besonders, ne? Und ich kann noch Trees setzen. Nur Frühlings- oder Dingsbäume. Kann ich sagen, wie viele Bäume in diesem Bereich sein sollen, viel oder weniger. Und dann macht er das halt. Ne? Der Landschaftseditor ist wirklich nicht so geil. Jetzt muss ich wohl auch hingehen und die Bäume wieder removen. Und zwar da, wo sie mit der Strecke in Konflikt stehen würden. Okay, und schon ist okay, hier habe ich noch Bäume übersehen. Welt, Bäume, Remove, hier die in der Station, die müssen natürlich weg. Und schon ist hier unsere kleine Welt und unser Coaster fertig. Ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt hier auf jeden Fall nochmal eine komplette On-Ride-Tour. Und ich schneide euch noch ein paar hübsche Ausschnitte zusammen, glaube ich. Jetzt kommt noch so ein kleiner Coaster-Porn, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Aber ich verabschiede mich an der Stelle schon mal. Ich hoffe, dass euch das Video bis hierhin schon mal gefallen hat. Und dass ich euch auf jeden Fall einen besseren Überblick darüber geben konnte, einen ausführlichen Überblick darüber geben konnte, was kann man machen, wie funktioniert alles.
Wir sehen uns dann bei einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute.